Guten Mittag, liebe Journalistinnen und Journalisten. Herzlich willkommen hier zu unserem Pressbriefing zum Thema Cyberangriffe im Zuge des Ukraine-Konflikts. Mein Name ist Bastian Zimmermann, ich bin Redakteur hier beim Science Media Center. Ich habe heute noch drei Experten hier bei mir, die ich gleich einzeln vorstelle. Erstmal schön, dass Sie alle da sind. Dann noch kurz zum Thema: Wie Sie alle mitbekommen haben, haben Donnerstag früh die Angriffe Russlands auf die Ukraine begonnen. Schon im Vorfeld dazu gab es Cyberoperationen, unter anderem gegen Websites der ukrainischen Regierung. Diese Operationen gehen momentan weiter, auch wenn sie zurzeit natürlich nur ein Nebenschauplatz zum konventionellen Krieg sind. Die ukrainische Regierung hat auch öffentlichkeitswirksam um Unterstützung durch internationale Hacker gebeten. Da wurden auch erste Aktionen bekannt. Das Kollektiv Anonymous hat nach einiger Aussage hunderte Seiten lahmgelegt und auch Daten geleakt. Die ukrainische Regierung hat auch auf Telegram den Kanal IT Army of Ukraine ins Leben gerufen und darüber koordinierte Hacker haben wohl unter anderem die Website der größten Bank Russlands lahmgelegt. Also wie man sieht, geht es dabei auch nicht nur um die eigene Verteidigung. Der Konflikt hält auch noch im Digitalen an und deswegen möchten wir heute mit den Experten etwas besprechen. Unter anderem, was ist überhaupt passiert, was kann noch passieren, was für verschiedene Arten von Angriffen gibt es überhaupt, wie einfach oder wie schwer sind diese verschiedenen Operationen durchzuführen und wie gut ist unter anderem auch Deutschland auf solche möglichen Cyberangriffe vorbereitet. Plus natürlich Ihre Fragen. Also vor der Vorstellung noch kurz der Hinweis da draußen an Sie, wenn Sie Fragen haben, stellen die sehr gern. Bitte über die Fragefunktion von Zoom, dann sehen es Ihre Kolleginnen und Kollegen auch. Dann haben wir damit automatisch weniger Doppelung und die Fragen können auch aufeinander aufbauen. Also nutzen Sie bitte das F&A-Modul und nicht den Chat. Jetzt zu den Fachleuten. Danke nochmal, dass Sie alle hier sind. Ich stelle Sie jetzt eben erst alle vor und dann kommen wir zu den kurzen Eingangsstatements. Einmal haben wir hier Dr. Matthias Schulze. Er ist stellvertretender Forschungsgruppenleiter Sicherheitspolitik von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Dann haben wir Thorsten Holz. Er ist Tenured Faculty und Leiter der Forschungsgruppe zu systemnaher IT-Sicherheitsforschung am Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit, dem CISPA in Saarbrücken. Und Professor Dr. Dennis Kenji Kipka, Professor für IT-Sicherheit an der Hochschule Bremen. Genau, dann kurz zu Ihren Eingangsstatements. Herr Schulze, was sind denn Ihrer Meinung nach die wichtigsten Ereignisse bisher im digitalen Umfeld des Ukraine-Konflikts? Und wie würden Sie die Größenordnung dieses digitalen Konflikts bisher einordnen, vielleicht auch im Vergleich zu bisherigen Konflikten? Ja, hallo in die Runde. Es ist natürlich noch sehr früh, um generelle Schlüsse zu ziehen. Und ich will auch darauf hinweisen, dass wir den Nebel des Krieges haben, also nicht so richtig sehen, was so vor Ort passiert. Wir haben eine sehr eingeschränkte Visibilität. Wir haben 150 Cyber-Incidents bisher gesammelt, Cyber- und Informations-Incidents, also Propagandakampagnen. Und davon werde ich jetzt ein paar rauspicken und ein paar generelle Beobachtungen machen. Die erste ist, dass der große Cyberkrieg, so wie ihn einige befürchtet haben, also wir reden über Stromausfälle, wir reden über physische Zerstörung, bisher nicht stattgefunden hat. Aber man könnte argumentieren, die Lage spitzt sich zu. Die russische Invasion wurde von kleineren Spionage- und Informationsoperationen begleitet, aber es gab nichts, was so à la NotPetya vor einigen Jahren einen größeren Umlauf gemacht hätte. Also wir hatten diverse, mittlerweile sind es drei Wiper, die aufgetaucht sind, die in ukrainischen Behörden Daten gelöscht haben. Wir haben Informationsoperationen gesehen, um einen Kriegsvorwand zu schaffen, aber eben keine Störung von kritischen Infrastrukturen. Und hier kann man, glaube ich, konstatieren, wir sehen hier eher die Grenzen von Cyberfähigkeiten in einem bewaffneten Konflikt. Und wir sehen auch kaum taktische Effekte auf dem Gefechtsfeld, die irgendwie den Truppen vor Ort helfen. Das, was wir sehen an Impact, ist eher psychologisch und vielleicht im Bereich strategisch, was Spionage angeht. Das kann sich ändern in der zweiten Phase des Krieges, die jetzt einzutreten scheint, mit einer Umzingelung und Einschließung von Kiew, mit Angriffen auf die Zivilbevölkerung. Wir werden es sehen. Die zweite Beobachtung ist, in diesem Konflikt spielen Hacktivisten eine größere Rolle, als ich das vermutet hätte. Und das ist, glaube ich, die spannende und auch die gefährlichere Dimension. Wir haben mittlerweile 30 Hacker- und Hackerinnengruppen, die in diesem Konflikt entweder auf russischer oder auf ukrainischer Seite mitspielen. Das sind alles lose Kollektive, die nicht notwendigerweise miteinander zusammenhängen. Wir haben Kriminelle, die mitmischen. Diverse Ransomware-Gruppen haben sich auf russische Seite geschlagen. Und die fangen jetzt mehr oder weniger an, wild aufeinander zu haken und auch relativ wahllos Ziele anzugreifen. Entschuldigung, die ukrainische Armee hat eine IT-Army ins Leben gerufen, also einen digitalen Rekrutierungsprozess und Ziellisten verteilt, also mit Servern und IP-Adressen und Institutionen, die sie gerne angegriffen haben würden von diesen Kollektiven. Und die fangen jetzt mehr oder weniger wahllos und unkoordiniert darauf an, Sachen kaputt zu hacken.
Das sind meistens simple Sachen, Website-Defacements und DDoS-Angriffe, aber es gibt auch immer mehr Berichte über Ransomware, die in Ziele eingebracht wird. Es gibt immer mehr Datenlecks aus verschiedenen Bereichen, aus Banken. Es gibt Geldautomaten, die nicht mehr funktionieren. Regierungswebsites werden lahmgelegt, Staatsmedien werden blockiert. Sie haben angeblich Putins Yacht gehackt. Es gibt Berichte darüber, dass E-Auto-Ladestationen mit Defacement-Attacken belegt wurden. Es gibt Datenlecks, 120.000 Datensätze von russischen Soldaten sind veröffentlicht worden über eine Zeitung. Es gibt einen Incident bei Nuklearforschungsinstitutionen. Es gibt Berichte darüber, dass angeblich Satelliten gehackt werden. Also da ist gerade ziemlich viel Kraut und Rüben. Und das macht es ein bisschen unübersichtlich und macht es schwierig, weil wir hier ganz schnell in eine Eskalationsdynamik reinkommen können, weil diese Gruppierungen auch kritische Infrastrukturen angreifen, beispielsweise Zugsysteme. Die belarussische Cyberpartisanengruppe hat angeblich den Zugverkehr in Belarus gestört, um die Verlegung von Truppen zu beeinträchtigen. Und das sind natürlich kritische Infrastrukturen. Und die Frage ist, wie wird das auf anderer Seite interpretiert werden, auf russischer Seite? Und wahrscheinlich wird es als vom Westen gesteuerter Proxykrieg gegen Russland interpretiert werden. Ganz einfach, weil man sich den Spiegel vorhält, weil Russland das in der Vergangenheit auch gemacht hat. Und alles, was irgendwie gegen Russland aussieht, ist sowieso immer die Maßnahme von ausländischen Agenten in der Wahrnehmung. Also hier gibt es ein gewisses Eskalationspotenzial und auch eventuell Streueffekte. Die dritte Beobachtung ist, eine Minute habe ich noch, die Informationsdimension des Konfliktes ist weitaus interessanter oder entscheidender als zum Beispiel die cyberphysischen Effekte. Wir haben die russischen Informationsoperationen gesehen, um einen Vorwand für den Krieg zu schaffen. Die wurden relativ einfach debunked oder entzaubert, weil sie ziemlich schlecht gemacht waren. Auf der anderen Seite ist die Ukraine gerade sehr, sehr, sehr gut da drin, das Informationsumfeld zu dominieren mit Narrativen. Der Präsident Zelensky ist sehr geschickt da drin in der strategischen Kommunikation und über das, was auch über Social Media geht. Das heißt, wir sehen in erster Linie im Westen die ukrainische Darstellung der Dinge und das ist eine Darstellung der Schande für die russischen Truppen. Ja, Berichte über Kriegsgefangene, Heldengeschichten, Märtyrer, alles Mögliche, um den westlichen Support zu mobilisieren und das funktioniert ja scheinbar auch. Wir sehen aber sehr wenig von der russischen Seite in unseren Medien und das hat auch damit zu tun, dass die russische Kommunikation, die strategische Propagandakommunikation auf die eigene Bevölkerung abzielt und die immer mehr das Netz schließen und immer höher die Kontrolle des Informationsumfelds fahren. Ausländische Medien werden geblockt, Facebook, Twitter sind zum Teil nicht mehr erreichbar. Die letzten verbleibenden Zeitungen, die noch unabhängig waren, werden geschlossen. Und wir haben hier also ein Hochfahren der Zensur, was wir sehen können, um die Kontrolle über die Narrative in Russland zu behalten. Und das ist so der große Überblick, den ich geben würde fürs Erste. Ja, vielen Dank, Herr Schulze. Dann würde ich sagen, kommen wir direkt zu Thorsten Holz. Und an Sie habe ich dann auch erstmal die Frage, was sind eigentlich diese unterschiedlichen Arten von Angriffen? Also im Zuge des Konflikts war, was er eben, Herr Schulze, auch schon angesprochen hat, die Rede von DDoS, Wipern, Defacement. Und kann man sagen, wie hoch der Aufwand ist, so etwas zu machen und wie gut man sich auch dagegen verteidigen kann? Ja, vielen Dank zunächst für die Einführung. Also Herr Schulze hat schon sehr viele Aspekte thematisiert. Ich möchte das ein bisschen aus technischer Sicht ergänzen und um noch ein paar weitere Aspekte noch etwas tiefergehender beleuchten. Was wir momentan sehen, ist, dass es erste Schritte im Cyberraum gibt, also erste Arten von Angriffen, zum Beispiel die Distributed Denial of Service Angriffe, die allerdings dann auf beiden Seiten passieren. Also einerseits haben wir beobachtet, dass auf der ukrainischen Seite zum Beispiel die Seiten des Außenministeriums, Verteidigungsministeriums, an verschiedene andere Ministerien, aber auch eben vom Kabinett eben nicht mehr erreichbar waren, was eben eher darauf hindeutet, dass diese Angriffe eventuell aus Russland kommen, um eben dort gewisse Informationsangebote nicht mehr verfügbar zu machen. Wir hatten eben auch schon ganz am Anfang von den DDoS-Angriffen aus der Ukraine selbst gehört. Die werden dann typischerweise organisiert über Telegram, es gibt eine Gruppe, da wird dann regelmäßig publiziert, was das nächste Ziel sein soll. Und diese DDoS-Angriffe sind aus technischer Sicht überhaupt nicht ausgefeilt. Das können Sie sich eher so vorstellen, dass jeder hat ein kleines Tool, was er auf seinem Rechner benutzt. Damit werden dann Anfragen gegen das Zielsystem erstellt. Und durch die schiere Anzahl an Anfragen ist das Zielsystem dann auf einmal nicht mehr erreichbar, wenn auf der Gegenseite keine Schutzmechanismen umgesetzt sind. Also durch sehr viele Anfragen kann man solche Systeme überlasten, um dann eben keine Anfragen mehr zu ermöglichen. Technisch sehr simpel. Aus technischer Sicht kann man sich allerdings auch dagegen schützen. Da gibt es eben CDNs und andere Verteidigungsmechanismen. Wenn man präpariert ist, kann man eben
Wundschutzmechanismus ausrollen. Was wir dann eben auch sehen, gerade in den letzten Tagen, sind sogenannte Wiper. Hermetic Wiper war eine Schadsoftware, die zum Beispiel von ESET analysiert wurde. Es gab noch diverse andere Varianten. Und das Hauptziel dabei ist eher destruktiv. Also es werden Daten gelöscht auf dem kompromittierten System, um dafür zu sorgen, dass das System nicht mehr erreichbar ist, keinen Dienst mehr leisten kann. Es ist also destruktiv eigentlich eine Datenlöschung. Hierbei sieht man, dass diese Art von Angriffen von längerer Hand vorbereitet sind. Das sieht man zum Beispiel durch eine Analyse der Schadsoftware, wo man sieht, dass diese schon zum Beispiel im Dezember erstellt wurde im Kontext von Hermetic Wiper. Also es ist nicht etwas, was jetzt erst in den letzten Tagen oder so entwickelt wurde, sondern die Vorbereitungen laufen schon längere Zeit, dass man eben über solche destruktive Art von Schadsoftware gezielt Systeme ausschaltet. In der Vergangenheit haben wir Wiper auch schon in anderen Kontexten gesehen. Und ich denke, hier ist ein größeres Risiko, dass in Zukunft diese Ransomware-Angriffe, die ja eher nur Dateien verschlüsseln, eben destruktiver werden, dass sie also dann auch anfangen, Daten gezielt zu löschen und so dafür sorgen, dass viele Arten von Systemen auf einmal nicht mehr erreichbar sind, weil sie einfach nicht mehr operativ benutzt werden können. Dann sehen wir auf beiden Seiten auch jede Menge Arten von Defacements, also Webseiten werden übernommen, verunstaltet, typischerweise politische Botschaften dort hinterlegt, sodass eben über ein Defacement prinzipiell Unsicherheit gestiftet wird. Die normalen Informationsinhalte sind nicht mehr verfügbar und es geht eigentlich darum, politische Botschaften rüberzubringen. Was wir dann eben auch noch sehen, ist, dass auch auf den sozialen Medien viel passiert. Zum Beispiel zunächst hat Meta die Seiten einiger russischer Medien auf Facebook gesperrt. Im Gegenzug hat Russland den Zugang zu Facebook eingeschränkt. Auf den sozialen Medien tobt auch etwas der Austausch von beiden Seiten. Es ist häufig schwierig zu unterscheiden, was ist Fake News, was ist echt. Also es gab auch diverse Berichte schon über Fake News, die dann gezielt einfach Störinformationen gestreut haben, allerdings so auf beiden Seiten. Aber wie Herr Schulze eben auch gesagt hat, ist auch meine Einschätzung, dass gerade die Ukraine doch sehr gut darin ist, sich auf den sozialen Medien zu präsentieren. Und ich denke, da werden wir in den nächsten Tagen und Wochen auch noch etwas sehen. Vielleicht als Abschluss für mein Eingangsstatement. Ich denke, wir sehen einerseits schon, dass im Cyberraum einiges passiert. Aber ich denke, wir haben noch keine wirklichen Anzeichen, dass es eine qualitative Eskalation gibt. Also es gibt auf jeden Fall die Angriffe auf beiden Seiten. Allerdings wird der praktische Impact vermutlich deutlich niedriger sein als die ganzen Sanktionen, die wir jetzt gegen Banken sehen oder andere Sanktionen, die gerade gegen Russland verhängt werden. Es ist natürlich die Frage, wie das sich jetzt in den nächsten Tagen oder vielleicht auch Wochen entwickelt. Beide Seiten haben sicherlich gewisse Fähigkeiten. Russland ist in dem Bereich sehr stark, haben wir gesehen, zum Beispiel durch die erfolgreichen Angriffe vom GRU auf den Deutschen Bundestag und auf andere Ziele. Also Russland verfügt über die Fähigkeiten. In der Ukraine wurden in der Vergangenheit schon kritische Infrastrukturen ausgeschaltet, wie zum Beispiel ein Stromnetz. Also wenn Russland es darauf anlegt, kann es dort zu einer Eskalation kommen. Bisher sehen wir zum Glück nur relativ einfache Arten von Angriffen, die zwar zerstörerisch sind, wie die Wiper oder durch DDoS, dass Informationsangebote nicht erreichbar sind. Allerdings ist es noch weit weg von dem, was man durch die normalen Sanktionen sieht. Gut, vielen Dank, Herr Holz. Und dann würde ich zuletzt noch zu Herrn Kipka kommen. Ich würde Sie noch bitten, kurz die regulatorische Situation, insbesondere in Deutschland, einzuordnen. Also ist Deutschland politisch und regulatorisch gut darauf vorbereitet, wenn jetzt eventuell auch mögliche Cyberangriffe gegen Deutschland gerichtet sein sollten? Und welche Behörde wäre da zum Beispiel in dem Fall überhaupt zuständig? Ja, sehr gerne. Also wir haben es jetzt auch schon mehrfach gehört, seit der letzten Woche fällt ja dieser Begriff Cyberwar vermehrt in der Öffentlichkeit und da wird eben von Cyberattacken Russlands gegen die Ukraine oder auch umgekehrt gegen Russland gesprochen und das will ich jetzt ein wenig rechtlich einordnen. Zuvorderst kann man dazu sagen, es kann grundsätzlich nicht überall von Krieg gesprochen werden, sobald eben Cyberangriffe auf staatliche oder zivile Infrastrukturen verübt werden. Also wir haben einen völkerrechtlichen Begriff von Krieg und der setzt so gesehen zwei Aspekte erstmal voraus, zum einen den bewaffneten Kampf.
zwischen zwei Staaten, sowie den Eintritt eben eines Kriegszustandes in der Form einer Kriegserklärung. Und dabei ist insbesondere umstritten, das haben wir jetzt auch schon gehört, wenn zivile Akteure tätig werden und wann eben ein Cyberangriff tatsächlich die Schwelle zum bewaffneten Konflikt im völkerrechtlichen Sinne überschreitet. Und grundsätzlich ist auch zu sagen, das Völkerrecht findet auf Cyberwarfare genauso Anwendung wie auf Cyberangriffe, die mit konventionellen Mitteln geführt werden. Und soweit es jetzt eben diese unmittelbaren Cyber-Gegenschläge der Ukraine selbst anbelangt, kann man durchaus von Cyberwar sprechen. Also wir haben hier einen bewaffneten Konflikt mit Russland, der eben hier durch Instrumente der Cyberkriegsführung zusätzlich zu konventionellen Mitteln begleitet wird. Und hier gilt auch das völkerrechtliche Selbstverteidigungsrecht. Wenn man das rechtlich würdigen möchte oder wollte, müsste man zusätzlich auch noch eben die Vorgaben aus dem Tallinn-Manual heranziehen, und das enthält eben bestimmte Regeln, an denen sich Staaten im Fall von Cyberangriffen orientieren können. Anders sieht es aus, wenn Privatpersonen und Hackerkollektive, wie beispielsweise Anonymous und auch andere sind hier schon angeklungen, auf Eigeninitiative eben hin tätig werden. Denn sie können natürlich insoweit nicht den Krieg erklären nach dieser Definition, sondern werden eben auf eigene Rechnung tätig. Also es handelt sich letztlich da so gesehen um eine Form von Cybercrime, die vorrangig durch das Strafrecht zu adressieren wäre. Und da haben wir auch das große Problem der Attribution. Das heißt also der Zuordnung eines bestimmten Angriffs, eines bestimmten Erfolges, was eben ohne die Kennzeichnung von Kombattanten hochproblematisch ist. Und insbesondere auch dann, was ja auch bereits gesagt wurde, kritische Infrastrukturen in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Denn das betrifft natürlich unmittelbar die Zivilbevölkerung. Und eine vernünftige Zurechnung ist eben das große Problem. Und es ist ja auch sicherlich so, dass bereits andere Staaten sich im Rahmen von nachrichtendienstlichen Operationen in diesen bestehenden Kriegszustand einmischen und sich den eben auf diese Weise zunutze machen. Und das Problem haben wir eben auch, wenn solche Hackerkollektive tätig werden. Mit Blick auf Deutschland und die Rolle, die Herr Zimmermann eben auch schon angesprochen hatte, können wir zurzeit noch nicht von Cyberwar sprechen. Also Deutschland befindet sich nicht in einem Krieg mit Russland, weder eben mit konventionellen Waffen noch mit Cyberwaffen im Sinne der sogenannten Effektäquivalenz, also dass eben die Auswirkungen gleichsam sind wie hier mit herkömmlicher Kriegsführung. Und diese rein defensive Verteidigung gegen Cyberbedrohungen, wo wir uns zurzeit noch drin befinden, ist vorrangig eine Frage der inneren Sicherheit. Und Deutschland hat hier seit 2015 eben insbesondere seit dem ersten IT-Sicherheitsgesetz eine umfassende IT-Sicherheitsgesetzgebung, Behördenstruktur aufgebaut, um vor allem kritische Infrastrukturen, die eben für die Grundversorgung der Bevölkerung wichtig sind, zu schützen. Und wir haben auch für zahlreiche Unternehmen der Privatwirtschaft, die eben nicht Kritisbetreiber sind, allgemeine rechtliche Anforderungen, wo eben gesagt wird, es ist gemäß dem Stand der Technik IT-Sicherheit umzusetzen. Wir haben das BSI als zentrale Meldestelle für die IT-Sicherheit in Deutschland, das eben Informationen über Vorfälle, Bedrohungen sammelt, auswertet, Lagebilder erstellt, Abwehrmaßnahmen koordiniert. Wir haben das ZERT-Bund, was in Notfallsituationen unterstützen kann, und natürlich auch das Nationale Cyberabwehrzentrum, was er eben mit Sitz in Bonn, was er eben jetzt keine Behörde ist, sondern eben eine Kooperationseinrichtung, behördenübergreifend koordiniert. Also beispielsweise sind hier das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, der Verfassungsschutz, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe, der BND, MAD, ZKA, also Zollkriminalamt, beteiligt. Wir haben die Kooperation über die ENISA, also die Europäische Cybersicherheitsbehörde, mit Blick auf die EU-Ebene. Und die EU hat auch schon vor längerer Zeit eine Toolbox implementiert zur Cyberdiplomatie, die es eben auch ermöglicht, Sanktionen zu verhängen. Was sich mit Blick auf die Situation in Deutschland natürlich in der Vergangenheit auch gezeigt hat, auch mit Blick auf russische Intervention, dass gerade Kommunen und staatliche Einrichtungen nicht selten eben das Ziel von erfolgreichen Cyberangriffen sind. Das heißt, hier bestehen noch erhebliche Schwachstellen, was aber auch daran liegt, dass eben der Staat selbst nicht eine kritische Infrastruktur ist oder sich nicht als solche definiert, was aber zwingend notwendig wäre. Als letzten Punkt möchte ich jetzt noch kurz die Frage adressieren, was denn, wie es rechtlich zu würdigen wäre, wenn Deutschland eben tatsächlich in diesen Russland-Ukraine-Krieg aktiv einbezogen würde und sich eben dann die Frage nach einem sogenannten digitalen Gegenschlag, also den sogenannten Hackback, stellt. Und da muss differenziert werden auch wieder. Also diese Hackback-Debatte, die wurde auch schon vorher seit Jahren in Deutschland weitestgehend fruchtlos geführt, muss man eigentlich sagen. 2019, das werden einige sicherlich kennen hier im Raum, hat die Bundesregierung ein internes Konzeptpapier präsentiert, wovon einem vierstufigen Raster mit Cyber-Gegenmaßnahmen von unterschiedlicher Intensität die Rede ist. Also man kann anfangen bei der Blockade, Umleitung von schadhaften Datenverkehr bis hin eben zu hardwarebezogenen Offensivmaßnahmen.
diesen digitalen oder diesen Hackback, den man eben mit diesem digitalen Gegenschlag vergleichen kann. Da sind aber eben weder das BSI noch eben das BBK, der Verfassungsschutz, die Polizeien oder Nachrichtendienste wie der BND zuständig, sondern eben einzig allein die Bundeswehr. Und die Bundeswehr hat ein Kommando Cyber- und Informationsraum und ein Zentrum Cyberoperationen, die für sowas zuständig wären. Dieses Tätigwerden der Bundeswehr setzt aber eben voraus, dass die hohen verfassungsrechtlichen Anforderungen aus dem Grundgesetz für den Einsatz solcher Streitkräfte erfüllt sind. Und das setzt den Verteidigungsfall grundsätzlich voraus. Also entweder die militärische Gewaltanwendung, die von außen kommt, oder, soweit wir reine Cyberangriffe haben, dass eben eine Erheblichkeitsschwelle überschritten ist, die eben dieser militärischen Angriffsqualität gleichkommt. Und wir haben das ja eben schon anhand der technischen Erläuterung gehört. Davon sind wir, glaube ich, momentan noch relativ weit entfernt. Und eben Offensivmaßnahmen der Bundeswehr, die nicht unter dieses Selbstverteidigungsrecht fallen, sind eben als sogenannter Act of Aggression auch völkerrechtswidrig. Und deswegen dürfte meiner Einschätzung nach aufgrund dieser hohen verfassungsrechtlichen Hürden davon auszugehen sein, dass eben eine Verwicklung Deutschlands in einen reinen Cyberwar zurzeit nicht nahe liegt. Es sei denn, und das wäre jetzt eine andere Situation nochmal, dass einem angegriffenen Staat, also beispielsweise in der Ukraine, militärischer Beistand geleistet werden soll. Dann würden wir aber vermutlich nicht zuerst vom Cyberwar sprechen, sondern von einem Krieg, der mit konventionellen Waffen geführt wurde. Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Sie haben da jetzt relativ viele Behörden und Nichtbehörden genannt, die unter gewissen Umständen dafür zuständig wären. Man kann das jetzt so deuten, okay, wir haben sehr viele Leute, die sich darum kümmern. Man kann aber auch sagen, okay, verderben hier jetzt zu viele Köche den Brei. Das wäre dann vielleicht eine Frage an Sie oder vielleicht auch an Sie, Herr Holz. Wie würden Sie das einschätzen? Ist das sinnvoll, dass irgendwie unter gewissen Umständen verschiedene zuständig sind, oder müsste man die Kompetenzen da nicht eigentlich viel mehr zentralisieren? Also wollen Sie beginnen, dann würde ich folgen. Gut, ich kann beginnen. Also wir haben in Deutschland schon verschiedene Anstrengungen, um eine Bündelung umzusetzen. Es gibt das so ein Zentrum, in dem alle Informationen prinzipiell zusammenfließen, wo dann auch eine Koordinierungsstelle sitzt, die dann eben versucht, die verschiedenen Quellen sinnvoll zu bewerten, zusammenzuführen und daraus dann Handlungsanweisungen zu formen, also das Cyberabwehrzentrum. Ich denke, das ist ein guter erster Schritt, weil, wie wir jetzt ja auch sehen, es gibt verschiedene Arten von Angriffen gegen viele verschiedene Arten von Infrastrukturen. Und insofern macht eine Bündelung Sinn, in der dann die verschiedenen Dienste oder verschiedenen Behörden auch ihre Informationen zusammentragen. Ich denke, da hat Deutschland sich in den letzten Jahren sehr gut aufgestellt. Wir haben angefangen, über dieses Zentrum eine zentrale Kommunikation aufzusetzen. Vermutlich kann man es noch besser machen, aber ich glaube, gute erste Schritte sind schon mal getan hier in Deutschland. Sehen Sie das auch so oder haben Sie noch eine Ergänzung, Herr Gipka? Ja, also grundsätzlich würde ich es auch so sehen. Man muss natürlich sagen, das Thema Behördenstrukturen ist ein generelles Problem. Also wir haben sehr, sehr viel Bürokratie, wir haben sehr, sehr viele Gesetze geschaffen im Bereich Cybersecurity. Das ist einerseits notwendig gewesen, weil, wie Herr Holz das auch schon richtigerweise gesagt hat, die Probleme sind vielschichtig, bereichsspezifisch. Das heißt, es sind bestimmte Behörden zuständig, beispielsweise im Telekommunikationsbereich, haben die Bundesnetzagentur arbeiten. Das BSI als allgemeine Behörde ist aber durch das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 eben auch zur zentralen Anlaufstelle noch stärker als bisher für Cybersicherheitsvorfälle geworden. Das heißt, wir haben eine gewisse Zentralisierung, die sich nicht nur auf kritische Infrastrukturen bezieht, sondern eben auch auf allgemeine Unternehmen der Privatwirtschaft. Und es wird sich zeigen, inwieweit Deutschland noch stärker in diesen Bereich Cyberwar einbezogen wird, ob das nationale Cyberabwehrzentrum, was jetzt ja auch angesprochen wird, da eine Rolle spielt. Informationsaustausch ist, glaube ich, das A und O, soweit es um Cybersecurity geht, möglichst schneller, umfassender Informationsaustausch, um eben Akteure zu identifizieren, Gefahren entsprechend abzuwehren. Und ich glaube, insoweit sind wir grundsätzlich erst einmal gut gerüstet. Man muss natürlich davon losgelöst die Frage sehen, wie gut sind eigentlich staatliche Einrichtungen selbst geschützt? Also ich denke sehr gerne an diese Bundestags-Hacks zurück, die wir in den letzten Jahren hatten, die auch von russischen Akteuren ja teilweise kamen, die ja durchaus erfolgreich gewesen sind. Und da sehe ich durchaus noch Luft nach oben, also mehr Luft nach oben als bei Privatunternehmen und als bei kritischen Infrastrukturen. Okay, also Luft nach oben, aber es geht in die richtige Richtung. Das ist ja schon mal gut zu hören. Jetzt haben wir auch einige Fragen von draußen. Die würde ich gerne an Sie stellen, Herr Schulze. Wie sollten Facebook, Google und Twitter etc. vorgehen? Also ist es jetzt sinnvoll, dass sie starke Schritte gegen Russland einleiten? Also da vielleicht auch die Informationen zurückhalten, auch mit dem Risiko, dass dann eben innerhalb Russlands immer weniger Informationen verfügbar sind.
Ja, das ist in der Tat ein interessantes Dilemma. Also die Social-Media-Unternehmen machen erstmal das Einschränken von russischen Propagandakanälen, Russia Today, Sputnik und die, die sie identifizieren können, die als Amplifikatoren dienen. Das ist sicherlich für unseren Informationsraum hilfreich, auch wenn wir natürlich hier auf einer Zensurebene sind, was in westlichen Gesellschaften immer ein schwierigeres Thema ist. Aber da wir hier in vielen Fällen von Propaganda-Outlets reden, ist es vielleicht, muss Herr Kipka beantworten, wie das rechtlich einzuschätzen ist. Aber ich denke, diese Maßnahme ist zumindest im Konflikt sinnvoll. Auf der anderen Seite schränkt aber Russland natürlich die Verfügbarkeit dieser Dienste auf der russischen Seite ein und da können die Unternehmen gar nicht so viel machen. Es gibt jetzt aber eine ganze Menge Berichte, dass da versucht wird, sich dran vorbeizuwieseln, also auch von der aktivistischen Seite, eben um dieses Dilemma zu überwinden, dass man nicht mehr in den russischen Informationsraum reinkommt, um zum Beispiel hier auch Narrative zu streuen über das, was vor sich geht. Es gab jetzt den Bericht darüber, dass Vigilantes angefangen haben, auf Google Maps bei russischen Restaurants in den Kommentarspalten zu der Bewertung Nachrichten zu hinterlassen und allerlei dieser Geschichten mehr. Apple hat angefangen, Russia Today und Sputnik im App Store anzubieten und solche Beispiele gibt es viele. Ich glaube, fürs Kurzfristige ist es sinnvoll, aber was die rechtlichen und politischen Implikationen langfristig sind, schwierig zu sagen. Ja, hier kommen jetzt auch einige Fragen rein, deswegen würde ich direkt weitermachen. Das wäre vielleicht eine Frage an Sie, Herrn Holz. Ansonsten, wenn es Ergänzungen gibt, sagen Sie mal gerne Bescheid. Wie groß ist denn die Gefahr, dass die hiesige kritische Infrastruktur wie Stromversorgung angegriffen werden? Wie gut ist die Infrastruktur hier geschützt und wie sehen da Schutzmaßnahmen aus? Ja, Frau Wolfangel, das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frage. Ich denke, die Vergangenheit hat gezeigt, dass es eben schwierig ist, solche kritischen Infrastrukturen zu schützen. Es gab solch eine großartige Dokumentation, die wurde damals von Arte auf Arte gezeigt, bei deren Penetrationstests auf einen deutschen Stromanbieter durchgeführt wurde. Der war dann erfolgreich in dem Sinne, dass die Angreifer im Rahmen dieses Penetrationstests die komplette Kontrolle über die Anlage übernehmen konnten. Oder in der Ukraine, was ich vorher auch schon genannt hatte, die erfolgreichen Angriffe von vor ein paar Jahren, in dem wirklich einige hunderttausend Personen dann ohne Strom waren. Also insofern, kritische Infrastrukturen sind potenziell verwundbar. Sie können angegriffen werden. Es gab auch noch eine Folgefrage, zu denen, dass es schon konkrete Angriffe gab in Deutschland. Davon ist mir nichts bekannt, auf diese Angriffe auf die Windkraftbetreiber. Also Herr Mayer, wenn Sie dazu einen Link haben, wäre das ganz schön, wenn Sie ihn uns teilen könnten, weil das ist mir nicht bekannt. Ich schätze die Gefahr also als möglich ein, allerdings denke ich nicht, dass wir das in den nächsten Tagen sehen werden, weil das wäre dann wieder eine deutliche Eskalation, dass eben nicht die Ukraine, sondern eben Deutschland als NATO-Land angegriffen wird, dass dann eben Russland dediziert versucht, eben kritische Infrastrukturen in einem anderen Land, was jetzt eben nicht aktiv momentan im Krieg beteiligt ist, anzugreifen. Und insofern aus technischer Sicht ist das, denke ich, möglich. Wir können keine Garantien geben. Und auch in einem Forschungsprojekt hatten wir mal uns die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland angeschaut, wie dort eben Angreifer vorgehen können, haben dann auch diverse mögliche Angriffsszenarien und auch konkrete Lücken identifizieren können. Also ich denke, solche Angriffe sind durchaus realistisch. Allerdings erwarte ich nicht, dass wir jetzt in kurzer Zeit eine solche Eskalation sehen, weil das würde dann auf einmal ein NATO-Land mit reinziehen. Und insofern hoffe ich, dass wir diese Eskalationsschritt hoffentlich nicht uns bevorsteht. Okay, aber verstehe ich das richtig, dass die Eskalation, also dass eher das nicht gemacht wird, damit nicht weiter eskaliert wird und weniger, weil es jetzt auf Seiten von uns so besonders gut geschützt ist? Das ist ja vielleicht eigentlich nicht das Ziel, das man anstreben sollte. Genau, ich denke, jedes Land oder die kritische Infrastruktur in jedem Land wird verwundbar sein. Also es wird auch andere europäische Länder sind genauso verwundbar wie Deutschland. Ich denke, Deutschland hat in den letzten Jahren die kritische Infrastruktur oder die Sicherheit der kritischen Infrastruktur deutlich vorangetrieben. Wir haben mittlerweile eine Meldepflicht. Die Betreiber kritischer Infrastrukturen sind verpflichtet, gewisse Sicherheitsmechanismen umzusetzen. Also ich glaube, wir haben viel getan. Allerdings können wir eben nie die komplette Sicherheit erreichen. Insofern sind unsere Systeme realistischerweise verwundbar. Allerdings hoffe ich, dass eben Russland diesen Schritt nicht geht, weil es eben eine deutliche Eskalation wäre. Und ja, ich hoffe, das bleibt uns erstmal erspart. Herr Schulze, noch dazu?
Ja, wir sind hier in zwei Bereichen. Das eine ist das Technische, sind wir sicher, also Deterrence by Denial, Abschreckung durch Härtung von Systemen. Das andere ist Abschreckung durch Vergeltungsandrohungen. Und hier ist die Frage, fühlt sich Putin von uns abgeschreckt, indem man einen Angriff auf uns startet, auf kritische Infrastruktur? Und muss er da befürchten, dass die NATO in irgendeiner Form reagiert? Das kann ich nicht abschätzen. Man weiß nicht, was in Herrn Putins Kopf los ist. Das Playbook in der Vergangenheit war aber, dass man Angriffe auf kritische Infrastrukturen gemacht hat, die aber unterhalb der von Herrn Kipka angesprochenen Gewaltschwelle liegen. Also die gerade genug wehtun, dass sie Effekte produzieren, aber nicht doll genug sind, um irgendwie eine Kriegseskalation zu befürchten zu müssen. Und ich fürchte, dass wir in einem langfristigen Konflikt mit Russland sind und dass wir in Zukunft, nicht jetzt sofort, nicht jetzt nächste Woche oder so, sowas bei uns auch sehen werden. Denn ich denke, die russischen CNO-Operatoren, also die Angreiferinnen und Angreifer, die konzentrieren sich momentan auf die Ukraine. Es gibt Hinweise, dass die nicht gut vorbereitet waren. Herr Holz hat zwar angesprochen, dass die Hermetic Viper Schadsoftware schon im Dezember entwickelt wurde, aber was man bisher sieht, spricht eher dafür, dass das alles ein bisschen improvisiert ist. Wenn die aber mehr Zeit haben und sich länger in dem Konflikt befinden und mehr Vorbereitungszeit und mehr Ressourcen investieren, dann können sie auch größere Effekte produzieren. Insofern ist meine Vermutung, dass das nicht jetzt sofort ansteht, sondern wenn dann in ein paar Monaten. Und jetzt ging gerade heute wieder eine neue Phishing-Welle raus, die vielleicht die nächste Angriffswelle starten könnte. Also wahrscheinlich erstmal noch safe, aber mal gucken, wie es langfristig aussieht. Wir haben ja auch noch direkt die nächste Frage auch direkt an Sie. Sie hatten die Satelliten erwähnt und die Frage war eben, wie groß oder wo da die größte Bedrohung ist. Also bei den Ground-Based-Satelliten oder bei denen im All. Und in den letzten Tagen wurde ja auch viel über Starlink gesprochen. Und sind solche Sachen eine Hilfe oder erhöhen solche Bodenstationen eher das Risiko? Würde ich eher an Herrn Holz geben wollen von der technischen Seite, weil ich nicht mich mit Satelliten nicht gut auskenne. Ach so, Sie hatten diesen Aspekt aufgebracht. Deshalb weiß ich nicht genau, worauf Sie da hinaus wollten. Sondern wir hatten ja in Deutschland, ich glaube gestern oder so, hatte der Spiegel darüber berichtet, dass die CASAT-Satelliten, die für militärische Kommunikation genutzt werden, aber auch für zivile Infrastrukturen wie Windkraftanlagen, am 24.02. ausgeschaltet wurden. Und der Betreiber, ich habe gerade den Namen nicht hier parat, geht von einem Cyber-Incident aus. Jetzt wissen wir nicht, ob es Russland war oder nicht. Und es gab noch einen Bericht darüber, dass eine Aktivistengruppe ein russisches Satellitenunternehmen gehackt hatte, so wie die russische Space Agency Roscosmos. Was genau, ob das stimmt, wissen wir nicht. Was genau sie steuern können, wissen wir nicht. Welche Systeme sie da betroffen haben, wissen wir auch nicht. Kann ja auch nur die Website sein. Aber das ist so das, was so durch die Infosphäre gerade geistert an Incidents. Ach so, ja, zu CASAT, da ist momentan die Informationslage noch etwas offen. Es kann auch sein, dass dort eben durch einen Angriff eine Bodenstation zerstört wurde und deshalb die Kommunikation mit diesen Satelliten momentan nicht funktioniert. Es kann eine elektronische Störung gewesen sein. Also es ist alles noch ein bisschen unklar, was genau diesen Ausfall von CASAT verursacht hat. Gut, ich meine, Spekulationen können wir dann jetzt natürlich auch nicht viel weiterhelfen. Aber ich habe hier drei Fragen, die man vielleicht in eine kombinieren kann. Und zwar, was jetzt für mögliche Folgen in Zukunft anstehen. Also ist natürlich auch ein bisschen Spekulation, aber sagen wir mal informierte Spekulation, was Sie für realistisch halten. Wie hoch das Risiko ist, dass Viper-Angriffe auf andere Länder übergreifen, ob russische Atomreaktoren ukrainische Atomreaktoren von russischer Seite angegriffen werden können und was da mögliche Auswirkungen sind und ob Bankautomaten für einige Tage ausfallen können. Also ich weiß nicht, wer sich da am berufensten fühlt, sich zu äußern. Vielleicht Herr Holz, was für mögliche Also Folgen ich es da geben denke, zwei kann. Aspekte ja. Also das Banksystem, erstmal würde ich das als nicht so kritisch ansehen momentan, weil das ist ja doch abgeschottet. Die Bankautomaten an sich sind ja dediziert angeschlossen. Also da würde ich jetzt nicht erwarten, dass großflächig jetzt die Anlagen ausfallen, also die Geldautomaten. Ich denke, das ist eine Art von Angriff. Kann man sicherlich theoretisch konstruieren, irgendwie allerdings würde ich das nicht als realistisch einschätzen. Bei der Viper-Malware, wir hatten mit NotPetya vor einer Zeit eben großflächige Angriffe gesehen, die eben nicht gesteuert sind, sondern die haben sich sehr weit verbreitet, waren ja weltweit sehr viele Firmen von NotPetya betroffen. Wohingegen die Viper-Angriffe, die wir jetzt aktuell sehen, die werden doch sehr gezielt durchgeführt, immer nur auf Ziele innerhalb von der Ukraine.
um dort eben gezielt gewisse Anlagen oder gewisse Unternehmen auszuschalten. Also da sehen wir momentan eher, dass das gezielt eingesetzt wird, um eben die Gegenseite zu schwächen. Ein interessantes Gedankenspiel ist sicherlich, was passiert, wenn jetzt die ganzen Ransomware-Gruppen, von denen wir ja wissen, dass viele von denen in Russland sitzen, viele davon auch sicherlich irgendwelche Arten von Beziehungen oder Verbindungen auch zur Regierung haben, wenn die jetzt anfangen, nicht auf Ransomware zu setzen, also quasi Dateien zu verschlüsseln und Lösegeld zu erpressen, sondern wenn sie dann versuchen, sobald sie das System kompromittiert haben, die Daten zu löschen. Das wäre sicherlich auch so ein nächster Eskalationsschritt, weil da hat man in den letzten Jahren gesehen, dass gerade die russischen Gruppen im Bereich Ransomware sehr erfolgreich sind. Es gab da ja auch die Eskalation zwischen den USA und Russland, wie man eben mit dieser Art von Angriffen überhaupt umgeht. Und in letzter Zeit waren die Ransomware-Gruppen dann etwas weniger aktiv. Aber wenn die natürlich jetzt auch irgendwie wieder aktiver werden und dann eben von Ransom auf Viper umstellen, wird es sicherlich auch eine größere Eskalation, die wir dort sehen würden. Und der Super-GAU mit Angriffen auf Atomkraftwerken, kann man da was zu einschätzen? Atomkraftwerke sind typischerweise nicht direkt mit dem Internet verbunden. Man hat das bei Stuxnet gesehen, da war auch eine Luftschnittstelle, die überwunden werden musste, damals per USB-Stick. Also ich denke, diese Anlagen sind ja nochmal speziell geschützt. Und da würde ich mir aus der IT-Sicht eben nicht so viele Gedanken machen. Ich denke, das ist eher konventionelle Waffen oder Soldaten, die dann dort Schaden ausführen, deutlich realistischer. Mhm. Gut. Vielleicht auch nochmal zu dem CatSat, weil da gab es eben noch einen Link von Herrn Meyer. Das ist diese Ausfälle von den Windkraftanlagen. Das hat auch mit CatSat zu tun, also dieser Satellitenausfall. Und wie gesagt, da ist momentan ein bisschen unklar, ob eine Bodenstation zerstört wurde, ob es elektronische Störungen gab oder ob wirklich ein gezielter Angriff passiert ist. Also kann man, glaube ich, momentan noch nicht genau abschätzen, was jetzt der Ausfall dieser Satellitenverbindung, was der Grund dafür war. Mhm. Gut. Jetzt haben wir sehr viele Fragen. Ich befürchte, wir kommen gar nicht mehr mit allen durch, aber ich schieße noch mal schnell ein paar durch. An Sie, Herr Kipka, vielleicht. Welche Runde spielen die Bundesländer, beziehungsweise wer ist zuständig, wenn Länderinstitutionen angegriffen werden? Und wissen Sie auch, wie gut Bundesländer da aufgestellt sind in der Hinsicht, insbesondere das Land Berlin? Ja, also Abwehr von Gefahren für die Cybersicherheit ist ja im Bereich der Gefahrenabwehr, fällt auch in die Länderkompetenz rein. Und da sind die Länder ganz unterschiedlich aufgestellt. Also wir haben Rahmenvorschriften für Cybersecurity in bestimmten Ländern, die sich auch tatsächlich auf Cybersicherheit beziehen. Dann haben wir aber auch Länder beispielsweise, wo Cybersecurity beispielsweise nur im Bereich E-Government oder Verwaltungsnetzen, Schutz von Verwaltungsnetzen adressiert wird. Nahezu alle Länder haben meiner Kenntnis nach mittlerweile Informationssicherheitsbeauftragten, so auch das Land Berlin. Aber man muss dazu sagen, dass natürlich die Stadtstaaten deutlich weniger Personaldecke haben, deutlich weniger finanzielle Ressourcen haben, als es bei den Flächenstaaten der Fall ist. Das heißt, da kann man durchaus sagen, dass ein Abfall im Bereich des Levels der IT-Sicherheit sehr, sehr wahrscheinlich sein wird. Manche der Länder besitzen überdies sogar bestimmte Kompetenzzentren, die sie für Cybersicherheit eingerichtet haben. Also beispielsweise in Hessen, da gibt es ein Cyberkompetenzcenter, in Bayern gibt es ein Landesamt für Sicherheit und Informationstechnik sogar und in Baden-Württemberg eine eigenständige Cybersicherheitsagentur. Wenn man noch vielleicht mal den Blick auf die Länder etwas weiter fasst und Richtung Kommunen geht, da gibt es noch ganz, ganz erhebliche Vollzugsdefizite unter anderem eben auch, weil die Kommunen im Rahmen ihrer Selbstverwaltungsautonomie nicht direkt durch die Landesgesetzgebung adressiert werden. Das heißt, da haben wir noch ganz große Probleme und weil die Kommunen eben auch direkt oftmals mit dem Bereich Daseinsvorsorge, digitale Bürgerdienste etc. Verknüpft sind und beispielsweise auch theoretisch kritische Infrastrukturen, die Versorgungsleistung in der Kommune erbringen, die aber nicht durch das IT-Sicherheitsgesetz erfasst werden, eben auch darunter fallen, haben wir da noch meiner Meinung nach ganz erhebliche Schutzdefizite, soweit es die Cybersicherheit anbelangt. Eine Frage an Sie, Herr Schulze, noch. Wie sicher sind Sie oder wie sicher kann man auch sein, dass die russischen Hacker tatsächlich von Putin befehligt werden? Oder könnte das auch eine unabhängige Szene sein? Also kann man das auseinanderhalten und führt natürlich auch vielleicht ein bisschen in die Frage, wie sicher kann man überhaupt sein, wer da jetzt irgendwas gehackt hat, also Attribution. Genau, Attribution, also wer war es am Ende, ist immer schwierig. Dadurch, dass jetzt so super viel passiert, wird es gar nicht die forensischen Mittel weltweit geben, das alles auseinander zu dröseln und zu gucken, wer war jetzt für jeden individuellen Vorfall zuständig. Da haben wir also eine Visibilitätslücke.
die Frage zur russischen Affiliation von diesen Gruppen. Wir haben jetzt eine Fallstudie, die es relativ gut belegt. Wir hatten die Hacker- oder Ransomware-Gruppe Conti, die ist in den letzten Jahren mit 700 Vorfällen, Ransomware-Vorfällen auf westliche Staaten aufgefallen. Also die haben eine ganze Menge Kohle verdient, 2,7 oder 2,6 Milliarden, ich wiederhole Milliarden in Wert in Bitcoin, lagen auf deren Wallets rum. Die hatten ein kleines Infighting, wie man so schön sagt, mit anderen Aktivistengruppen und deren interner Chatverlauf über deren Jabber-Kanal wurde geleakt. Und jetzt konnte man relativ gut sehen, dass sie mit dem russischen FSB in regen Kontakt standen und auch Aufträge darauf von dem angenommen haben. Und zum Beispiel die Open Source Intelligence Gruppe Bellingcat zu hacken, um Informationen über die Nawalny-Ermittlungen waren es, glaube ich, zu identifizieren. Also in diesem Fall wissen wir es, in anderen Fällen ist es nebulös und es kann nur vermutet werden. Genau, Herr Holz, Sie nicken, das ist ja auch so ein bisschen Ihr Gebiet. Wollen Sie da noch was hinzufügen, oder? Genau, also Attribution ist sicherlich sehr schwierig. Bei den ganzen Angriffen auf IT-Systeme ist immer unklar, wer steckt jetzt wirklich dahinter. In dem Fall, den Herr Schulz gerade genannt hat, wenn man wirklich Chat-Logs hat, ist es natürlich einfacher. Da gab es dann auch eine klare Verbindung zwischen dem FSB und dieser Gruppe. Aber jetzt bei diesen ganzen Defacements oder auch bei den DDoS-Angriffen oder auch bei der Wiper-Schadsoftware ist es eben deutlich schwieriger zu sagen, wer führt das aus, wer steckt jetzt dahinter. Gerade jetzt bei dem ganzen Anonymous, also jetzt einfach Internetaktivisten oder Aktivisten, die sich jetzt einmischen, die aus vielen verschiedenen Ländern kommen, die vermutlich in der Praxis nicht so viel schaden, aber vor allem Chaos anrichten. Da ist es immer auch schwierig, ja, aus welcher Motivation machen die das? Und jetzt eben bei diesen gezielteren Angriffen, die sicherlich auch ausgefeilter sind, weil wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass der GRU und andere Dienste eben sehr professionell vorgehen können. Sie haben es geschafft, sehr viele, auch sehr attraktive Ziele in Deutschland zu übernehmen. Also sie haben die Fähigkeiten, aber auch dort war das sehr schwierig, monatelanger Prozess, um eben alle Indizien zu sammeln, auszuwerten. Deshalb jetzt nach ein paar Tagen sicher zu sagen, dass es eine direkte Verbindung gibt zu einer Behörde oder zu Putin selbst, ist schwierig. Im abstrusesten Fall kann sich jetzt auch noch ein anderes Land, meinetwegen China, in das Ganze einmischen und eben anfangen, eben gezielte Angriffe gegen den Westen durchzuführen. Also es wird sicherlich etwas nebulos bleiben in den nächsten Tagen und bis man das dann eben mal komplett ausgewertet hat, wird sicherlich eine Zeit lang dauern, weil eben die Attribution im IT-Bereich sehr schwierig ist. Wir haben ja noch eine Frage an Sie, Herrn Kipka, und zwar auch zu Anonymous, das wurde ja eben schon angesprochen. Die haben ja jetzt, insofern die Organisation das mit einer Stimme kann, Putin den Krieg erklärt und diverse Webseiten gehackt, darunter auch das Verteidigungsministerium, wo Sie ja auch Daten erbeutet haben. Wann fiele das aus Ihrer Sicht unter das Völkerrecht und wäre dann aus juristischer Sicht ein Krieg oder fällt das raus, weil es ein privater bzw. kein staatlicher Akteur ist? Ja, das hatte ich ja eingangs schon gesagt. Also wir haben da zwei Fragestellungen, die da eine Rolle spielen. Einmal dieses Thema Attribution, das ist jetzt auch schon mehrfach angeklungen, und eben das Übersteigen dieser Erheblichkeitsschwelle. Für beide Sachen, die Sie jetzt gerade geschildert hatten, sehe ich jetzt erstmal nicht, dass grundsätzlich diese Erheblichkeitsschwelle überschritten werde. Und gerade auch bei Anonymous-Kollektiv kann ja gesagt werden, man weiß noch nicht mal, wer eigentlich jetzt tatsächlich genau dahinter steht. Also ich meine, Anonymous, da kann sich so gesehen theoretisch jeder anschließen. Das können eben auch Nachrichtendienstbehörden, irgendwelche ausländischen Staaten sein, die sich des Themas annehmen. Und insoweit ist es überhaupt sehr, sehr schwer, darauf basierend eine juristische Einschätzung jetzt auch im Sinne des Völkerrechts zu treffen. Die kann man, glaube ich, gegenwärtig überhaupt noch gar nicht treffen. Und man muss natürlich auch sagen, so ein gewisses Grundrauschen an Cybergefahren, das besteht ja durchaus immer. Und die Frage ist, ist jetzt hiermit überschritten worden? Meiner Meinung nach nicht. Man muss natürlich auch sehen, wie gewinnbringend oder wie zielführend sind natürlich solche Angriffe, die da durchgeführt werden. Da hatte ich ja eingangs in meinem Statement auch schon gesagt, dass ich das kritisch sehe, weil eben hier die Bevölkerung betroffen wird, weil eben kritische Infrastrukturen gegebenenfalls lahmgelegt werden. Anonymous kann niemandem den Krieg erklären. Die haben keine Befugnis dazu, keine Ermächtigung, irgendjemanden zu vertreten. Und insoweit ist das, was Anonymous macht, was sie ja offensichtlich auf allgemeine Erwägungen stützen, dass es irgendjemanden nutzen würde, eher schädlich und ist ein klassischer Fall eigentlich von Cybercrime, der eigentlich auch im internationalen Rahmen strafrechtlich verfolgt werden müsste, weil dadurch natürlich eine bestehende Situation deutlich destabilisiert wird, ohne dass irgendjemandem zum Vorteil gereicht. Ja.
Wir haben hier noch ein paar Fragen. Ich denke, vielleicht schaffen wir es fast. Noch zwei, die ich vielleicht kombinieren würde an Sie, Herr Schulze, zum Einfluss von ja, so IT-Operationen im Krieg. Also einmal etwas provokant, ob es Beispiele aus den letzten Jahren gibt, wo IT geholfen hat, laufende militärische Konflikte eben schneller zu beenden. Und dann die Frage, wie können Hackerangriffe den Kriegsverlauf überhaupt beeinflussen, wenn man jetzt das mal mit der konventionellen Kriegsführung gegenüberstellt und sieht, dass es russische Bataillone gibt, die in Richtung Kiew unterwegs sind. Also was kann das dann überhaupt für einen Impact haben? Ja, das ist eine gute Frage und die Antwort ist, Menschen sterben durch konventionelle Gewalt in Russland zuhauf. Es ist das, was uns mehr Sorgen machen sollte. Also die Cyberfähigkeiten sind nicht die kriegsentscheidenden Fähigkeiten in diesem Konflikt. Das ist leider Gottes die konventionelle Gewalt vor Ort. Es gibt Überlegungen zur taktischen Begleitung von konventionellen Streitkräften mit Cyberangriffen, allerdings eher in westlichen Ländern und Israel beispielsweise, die sowas schon mal gemacht haben. So von den Analysen, wie Russland sich im Kampf gibt, ne, gibt viele Fragezeichen, was Logistik angeht, gibt viele Fragezeichen, was das Ausbleiben von Luftangriffen angeht, scheint sich zu verhärten, dass Russland seine Steuerung, dass seine Command and Control über seine Einheiten nicht gut koordiniert bekommt. Die kommunizieren angeblich, ne, kann Fälschinformation sein, aber angeblich kommunizieren sie über offene Kanäle, weil die Logistik nicht funktioniert. Und das ist ein Hinweis darauf, dass Cyberfähigkeiten in diesem Kontext wahrscheinlich nicht genutzt werden, weil die Harmonisierung, also Vorrücken vor Ort, irgendwas einnehmen und gleichzeitig elektronisch ausschalten, das können die Russen scheinbar nicht. Das war in der Vergangenheit in Syrien, haben sie es auch schon mal probiert. Da gab es keine positive Korrelation von Cyberangriffen und konventionellen Vorrücken, sodass es hier wahrscheinlich eine Frage der nicht vorhandenen Fähigkeiten, der Kombination dieser Fähigkeiten gibt. Es kann sein, dass es in anderen Ländern anders aussieht, aber diese Kombination von Boots on the Ground und Cyberfähigkeiten in einem Gefechtsfeld, was unübersichtlich ist, ist extrem schwierig, auch für die Amerikaner. Der größte Nutzen oder zwei Use Cases sind relevant. Das eine ist militärische Spionage, also Aufklärung über Truppenposition, Moral, Supply, Munition etc. pp. Und Absichten in Regierungsgebäuden. Das ist so alt wie der Krieg selbst. Und das andere ist die strategische Beeinflussung von Moral und Zielgesellschaften und psychologischen Effekten, wie wir es ja allgegenwärtig auch schon sehen. Ich glaube, da liegt der größte Nutzen davon. Und hier haben wir noch eine Frage, die einen von Ihnen direkt adressiert. Ich weiß nicht genau, wer. Ich glaube, Herr Holz oder Herr Schulze werden das sein. Sie haben die Probleme, die für Menschen, die an DDoS-Angriffen etc. mitmachen, bereits angesprochen. Können Sie das noch weiter erläutern? Und dann in Klammern die Anmerkung, dass Security-Experten mittlerweile auch davor warnen, dass die Aktionen auch Operationen von NSA und Co. stören können und daher manchmal sogar kontraproduktiv sind. Ich weiß nicht, für wen von Ihnen das wohl sein könnte. Ich denke, ich kann etwas dazu sagen. Und zwar, die Frage geht hier in die Richtung, wenn jetzt eben, sagen wir, Amateure oder eben Leute, die Aktivisten sind, aber vielleicht nicht einen großen oder ein viel Hintergrundwissen im Bereich Informationssicherheit haben, wenn die dann einfach, Anführungszeichen, aus Spaß oder als Teil von Anonymous einfach irgendwelche Tools benutzen, um eine Webseite jetzt mit Anfragen zu überhäufen oder irgendwelche anderen Tools benutzen, um eben irgendwie etwas zu tun, inwiefern die dann eben dort eventuell auch zu unerwarteten Nebenwirkungen beitragen, weil eben jetzt eben in dem Fall, was in der Frage wird die NSA genannt, dass eben dort auch wirklich gezielte Operationen von den Geheimdiensten aktuell durchgeführt werden und inwiefern es da zu Interferenzen kommen kann. Also ich kann auch nur jedem empfehlen, nicht hier bei Anonymous und Co. mitzumachen, weil es ist unklar, was dann eben die Konsequenzen sind. Wie Herr Schulz auch vorher schon gesagt hat, wenn man jetzt eben Russland irgendwie angreift, sei es eben nur durch DDoS-Angriffe oder irgendwie anders, ob man nicht dann selber eben auch ins Ziel gerät, kann man schwierig abschätzen. Also man sollte sich als Privatperson oder auch als Aktivist da eher komplett raushalten. Es ist ein Konflikt, der hier gerade auf einer sehr hohen Ebene durchgeführt wird. Und als Privatperson sollte man dann überhaupt nicht irgendwie daran eingreifen. Gut, dann, wenn es in Ordnung ist, wir ein bisschen überziehen, hätte ich noch die letzte Frage von draußen. Ich würde die vielleicht zuerst an Sie stellen, Herr Kipka, und dann können Sie ja gucken, ob Sie noch ergänzen wollen, ob es in Deutschland kritische Infrastruktur gibt, die bundesweit gehackt werden kann, oder würde das auf kommunaler Ebene geschehen? Und damit vielleicht auch verbunden die Frage, was möglicherweise irgendwie die größte Gefahr für Deutschland darstellen könnte.
Ja, also ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Szenarien. Es wäre allein schon eine große Gefahr, wenn eben Bundeseinrichtungen gehackt werden, Parlamente, Regierungen nicht mehr richtig funktionieren. Das bezieht sich sowohl auf Bundesregierung natürlich als auch auf die Regierung der Länder. Ein deutschlandweiter Hack, das halte ich jetzt für relativ ausgeschlossen. Meist konzentriert man sich ja auf ganz bestimmte Bereiche. Und es ist ja auch schon angeklungen, dass kritische Infrastrukturen erst einmal per se schon grundsätzlich gut gesichert sind oder sogar technisch abgeschottet sind, erstmal von den äußeren Netzen. Das heißt, dass man jetzt einen flächendeckenden Angriff fährt, das halte ich so gesehen für relativ unwahrscheinlich. Und wenn man einen Blick auf die Cybersicherheitsstrategie wirft, wenn man einen Blick auf die bisherige Gesetzgebung in dem Bereich wirft, dann ist das auch relativ offensichtlich, dass man sich so ein Szenario in erster Linie nicht vorstellt. Es geht in erster Linie darum, dass eben bestimmte kritische Infrastrukturbereiche angegriffen werden und dann im Sinne eben dieser Informationsverteilung durch verschiedene Behörden, durch das nationale Cyberabwehrzentrum eben entsprechende Gegenmaßnahmen schon durch andere Einrichtungen, andere kritische Infrastrukturen, die vielleicht im selben Sektor, in derselben Branche arbeiten, adressiert werden können, bevor eben ein Cyberangriff bei denen erst anlangt. Gut, sehen Sie das ähnlich? Gut, dann würde ich sagen, da wir jetzt schon ein bisschen drüber sind, würde ich nämlich jetzt anfangen, die Abschlussfrage zu stellen. Und zwar, wir fangen in der alten Reihenfolge an bei Ihnen, Herr Schulze. Was ist denn der wichtigste Aspekt Ihrer Meinung nach, den wir heute besprochen haben? Oder was ist Ihrer Meinung nach ein Aspekt, der vielleicht auch zu kurz kam? Ja, danke. Danke auch an alle Teilnehmenden. Der eine Aspekt ist, das Kriegsentscheidende ist das physische vor Ort. Das würde ich, glaube ich, nochmal unterstreichen. Und das zweite klang gerade auch schon in der Frage an. Die Frage, ob etwas gehackt werden kann, ist nicht die relevante, denn alles kann gehackt werden, wo ein Computer dran ist. Die Frage am Ende des Tages, die relevant ist, ist, wie wahrscheinlich ist das? Und die Frage ist, wer kann etwas damit gewinnen? Und dann fragen wir nach Kosten, Nutzen und solchen Geschichten. Und Kriminelle wollen Geld verdienen, die hacken in der Regel nur kritische Infrastrukturen, wenn sie was erpressen wollen. Staaten können bösartige Absichten haben und vielleicht ihre Rivalen strategisch beeinflussen. Aber mit einem Stromausfall und so einfach so aus dem Blauen heraus kann man relativ wenig gewinnen. Ja, man kann da ein bisschen Angst und Terror erzeugen in den Köpfen. Aber wenn der Strom nächste Woche wieder geht, dann habe ich meinen Angriff verbrannt und nichts damit gewonnen. Ja, also diese Fähigkeit wird nicht einfach so genutzt werden. Es sei denn, man will irgendwie nachhaltige Effekte verursachen und vielleicht einen Einmarsch machen. Was ich aber nicht glaube, weil wir mit der NATO ein Verteidigungsbündnis haben und so weit wird es vermutlich nicht kommen. Und die dritte Frage ist nicht, kann es gehackt werden, sondern wenn es gehackt worden ist, kann es auch noch Doom abspielen. Aber das ist nur eine kleine lustige Randbemerkung am Ende. Genau, das ist natürlich auch sehr wichtig. Herr Holz, dann an Sie noch die gleiche Frage. Was halten Sie für den wichtigsten Aspekt hier? Genau, also ich würde das ergänzen, was der Schulze gerade gesagt hat. Also wir gehen, glaube ich, konform in dieser gleichen Richtung, dass wir sehen momentan verschiedene Arten von Angriffen, sei es eben DDoS, sei es Defacement, sei es Wiper, die sicherlich für etwas Chaos sorgen. Gewisse Infrastrukturen oder gewisse Systeme sind momentan dann nicht erreichbar oder fallen vielleicht auch für mehrere Tage oder Wochen aus im Fall von Wipers. Allerdings ist das sicherlich nicht kriegsentscheidend. Wir sehen also jetzt nicht wirklich eine statische Cyberwar, sondern etwas Chaos, was gestiftet wird. Auf beiden Seiten gibt es diese Arten von Angriffen, dann eben noch unterstützt mit Anonymous, also einer großen Gruppe an Leuten, die durch Hacktivismus einfach irgendwie eingreifen wollen. Das wird für sehr viel, ja, Chaos oder sehr viel Probleme in den nächsten Tagen wahrscheinlich führen. Allerdings sollte man diese Gefahr auch nicht überschätzen, weil einfach wir sehen es jetzt noch keine gezielten Angriffe von Geheimdiensten, die dann großflächig Infrastruktur ausschalten oder eben auch wirklich entscheidend in das Kriegsgeschehen, und das ist momentan immer noch sehr konventionell, eben dort eingreifen. Das kann sich natürlich alles ändern. Gerade Russland hat sicherlich entsprechende Fähigkeiten. Sie können, wenn sie wollen, sicherlich auch dort für größeren Schaden sorgen, indem sie zum Beispiel Energie oder andere Arten von kritischer Infrastruktur gezielt angreifen und auch abschalten. Allerdings sehen wir momentan eher, wie gesagt, vor allem den konventionellen Angriffen. Gut, vielen Dank. Und dann die gleiche letzte Frage nochmal an Sie, Herr Kipka.
Ja, mein Abschlussstatement bezieht sich darauf, dass nicht alles, wo Cyberwar draufsteht, letzten Endes auch Cyberwar drin ist. Also es gibt ja, wie wir gesehen haben, genügend Akteure, die für sich in Anspruch nehmen, die sich dazu aufschwingen, dass sie eben behaupten können, sie wären für einen Staat tätig, im Namen eines Staates tätig oder würden vielleicht sogar durch den Staat inoffiziell oder offiziell beauftragt sein und sich damit legitimieren bzw. Legitimation zu verschaffen, zu suchen, eben Chaos, Zerstörung anzurichten im digitalen Raum, die sich eben auch auf den nicht-digitalen Raum eben kritische Infrastrukturen angegriffen werden und die Versorgungssicherheit der Bevölkerung damit beeinträchtigt wird, tatsächlich Auswirkungen haben kann. Und juristisch gesehen sind eben die Schwellenwerte, ab wann von einem Cyberwar im Sinne eines Krieges gesprochen werden kann, wirklich verhältnismäßig hoch angelegt und auch noch sehr umstritten. Und man sollte da insbesondere eben bei dieser Frage der Attribution aufpassen und letzten Endes eben auch darauf aufpassen, wie man beispielsweise auch in der Berichterstattung bestimmte Maßnahmen betitelt. Also man kann eben nicht davon ausgehen, dass, wenn Anonymous den Cyberkrieg erklärt, dass tatsächlich der Cyberkrieg ist, weil dadurch natürlich auch bestimmte Ressentiments relativ schnell geweckt werden, obwohl es letzten Endes nur ein Fall von Cybercrime ist, wozu teilweise ja sogar jetzt mittlerweile öffentlich aufgerufen wird, was ich äußerst bedenklich finde. Normalerweise in normalen Situationen würde niemand öffentlich zu Straftaten aufrufen und es kann sich, denke ich, auch kein ausländischer Akteur, keine Privatperson jetzt aufschwingen und sagen, in der Situation, um Solidarität zu zeigen, rufe ich öffentlich zur Begehung von Straftaten gegen eine andere Bevölkerung beispielsweise auf. Und da muss man eben jetzt ganz genau aufpassen, wie man das Ganze auch bezeichnet und da die Abgrenzung trifft. Ja, vielen Dank. Genau, dann ist die Zeit schon wieder vorbei. Herr Holz muss schon wieder zurück ins Seminar. Aber nochmal vielen Dank an Sie da draußen, die Journalistinnen und Journalisten, auch für die vielen Fragen und den regen Chatverkehr. Und vielen Dank natürlich an Sie, Herr Kipka, Herr Schulze und an Herrn Holz werde ich es dann noch ausrichten. Wir stellen die Aufzeichnung heute so schnell wie möglich online. Das können Sie dann über unsere Homepage abrufen. Und voraussichtlich morgen früh wird dann auch das Transkript dastehen. Falls Sie so schnell wie möglich eine Audioversion des Mitschnitts oder das Video brauchen, können Sie gerne eine Mail an redaktion@sciencemediacenter.de schicken. Und falls Sie auch heute noch das maschinell erstellte und noch nicht von uns redigierte Transkript brauchen, dann können Sie da auch uns schreiben. Ja, dann hoffe ich noch, dass es für Sie alle auch informativ war und würde Ihnen noch einen schönen Tag wünschen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.